Willkommen auf dem Kanal VfL Wolfsburg Fans. Hier haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie keine Details zur VfL Wolfsburg Reise. Essen, die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben nach ihrem Champions League Fehlstart in der Bundesliga in der Erfolgsspur. Bei der SGS Essen gewann der DFB-Pokalsieger am 7. Spieltag souverän 2-0 und zog mit 16 Punkten mit Spitzenreiter Eintracht Frankfurt gleich. Bayer Leverkusen 14 und Meister FC Bayern 15 könnten im Verfolgerduell am späteren Sonntag 18:30 Uhr Sport 1, DAZN, Magenta Sport noch vorbeiziehen. Nationalspielerin Janina Minge, 25. brachte den VfL verdient in Führung, Lynette Bernstein, 72. erhöhte mit ihrem 5. Saisontor. Erst danach kam die zunächst geschonte Alexandra Popp, 73. als Edeljoker zum Einsatz. Wolfsburg dominierte vor 32.17 Fans das Geschehen, Essen präsentierte sich weitgehend harmlos. Mit 7 Zählern fiel die SGS auf den 9. Tabellenrang zurück. 3 Tage zuvor hatte der VfL in der Königsklasse gegen Olympique Lyon 0:2 die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert. In der Liga war dem Team von Trainer Tommy Stroh zuvor im Klassiker gegen München ein 2:0 Heimsieg gelungen. Vergessen Sie nicht, Ihren Kommentar zu hinterlassen, die Videos zu liken und mit anderen Fans zu teilen.